Hi Leute, die Mutti ist back on track mit dem hottesten Shit ever. Und zwar habe ich Norman Pohl bei mir. Wer ihn nicht kennt, er ist Dior Make-up Artist, right? Korrekt, ja. Okay, wie lange bist du schon bei Dior? 18 Jahre schon. Das ist schon krass lang. Ja, ich habe wie gesagt direkt nach der Grundschule angefangen. Nein, echt? Aber direkt, also es war meine erste große Liebe, echt? Als Make-up Artist. Krass. Und hatte die Chance dort anzufangen. Mhm. Und die behandeln mich gut, deswegen bin ich dabei geblieben. Also bist du so lange dabei. Ja. Mega cool. Okay, wir sind hier gerade in Shanghai, was das Ganze nochmal besonderer macht, finde ich. Wir dachten, lass uns was zusammen drehen, wenn wir schon zusammen irgendwie unterwegs sind. Du hast dein ganzes Zeug mitgebracht, das sieht auch echt mega aus. Dankeschön. Es ist nicht alles, aber ich dachte eine Auswahl, weil du liebst Make-up und so ein paar Farben. Und ich glaube, wir werden da heute schon was Schönes zaubern. Ja, cool. Okay. Weißt du schon, was du schminkst oder machst du einfach... Ich habe mir gedacht, es geht ja darum, ich möchte dir so ein bisschen diesen Look von Dior vermitteln, wie ich dich sehe. Mhm. Ich meine, du bist schon Profi. Yeah. Du bist ja schon Profi und du kennst dich selber am besten aus. Und ist für mich natürlich auch immer eine Drucksituation, dir was zu zeigen. Echt? Das ist natürlich. Und also, ich bin immer voll so, ach ja, mach, ich freue mich. Nein, ich arbeite viel mit Leuten zusammen. Und gerade wenn du weißt, dass jemand aus der Branche kommt, ist so, sind leichte Drucke schon da. Okay. Aber ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich würde dir gerne was zeigen. Es ist ein bisschen inspiriert von dem Thema Glasskin, nicht 1:1. Mega. Glasskin hatte ich auf meinem Kanal noch nicht. Ah, okay. Aber ich freue mich, auch wenn es nur dran angelehnt ist. Also mach, wie du willst. Das heißt, es geht darum, ich möchte dir so ein bisschen zeigen, oder auch euch zeigen, wie wir die Haut wirklich so richtig extrem transparent, leuchtend, glowy, frisch und ja, gerade der Trend dieses No-Make-up-Make-up, aber dass es so gepflegt wie möglich aussieht. Cool. Für die Augen habe ich dir was mitgebracht, was noch nicht auf dem Markt ist. Das heißt, es wird so ein kleiner Teaser sein, es wird die neue Backstage-Palette sein. Und da habe ich mir ausgesagt, dass wir ein bisschen was Modernes machen, vielleicht ein bisschen in Aprikotöne gehen, gerne, mit ein bisschen Rost. Super gern. Und bei den Lippen, ich bin ganz ehrlich, wir haben eine riesen Auswahl von den neuen Dior Addicts. Oh ja, die sind mega. Und da werden wir uns dann nachher eine Farbe... Der ist leer. Das ist eine Attrappe. Das ist eine Attrappe. I love aber it. Der hier ist echt. Der ist echt. Well, danke. Die sind aber echt schön. Welche Farbe ist das? Kannst du es lesen? Ich hab meine Brille nicht dabei. Das ist 976. Das ist ein richtiges Schnitt Kirschrot. Nein, wir haben ganz viele Farben. Ich würde sagen, dann schauen wir nachher mal, wie die Augen, wenn die Augen und die Haut fertig sind, was wir für die Lippen machen. Und dass du dann, du weißt auch noch nicht, was du heute Abend trägst. Bist du da aber schauen, was wir nehmen. Cool, ich freue mich. Okay, ich würde sagen, einfach rein. Okay, super. Die Haut ist ja schon gereinigt bei dir. Mhm. Du hast heute Morgen ganz normal dein Pflegeprogramm aufgetragen. Für das Thema oder für den Teil, den ich mit dir machen möchte, ist ganz wichtig, da geht es ums Layering. Das heißt wirklich ums Übereinanderlagern. Diesmal aber nicht von Foundations oder von Pigmenten, sondern hier geht es wirklich ums Übereinanderlagern von Pflegeprodukten. Und ich habe da so drei meiner Wundermittel mitgebracht, die ich super gerne auch für roten Teppich nehme. Echt? Weil ich weiß, dass sie sofort so Effekte machen. Und Red Carpet. Gib's mir. Das erste Produkt, was ich nehmen werde, ist Prestige. Da sind so Kugeln drin, ne? Ja, das sind Mikroperlen. Das Produkt heißt auch Mikro-Wilderos. Und ich bin ein riesen Fan davon, weil es ist sehr Innovation, weil das Thema ist so Öl und Wasser. Mhm. Das heißt, wir haben die Reichhaltigkeit eines Öls, haben wir die Leichtigkeit von der Konsistenz wie ein Wasser. Mhm. Und das wirst du auch gleich auf der Haut spüren. Ich massiere am liebsten mit den Fingern hinein. Mir ist am wichtigsten die Partie gerade um die Nase herum, weil wir hier sehr trocken sind. Und vor allem auch zwischen den Augenbrauen. Also das ganz, ganz leicht hinein massieren. Das gibt sofort der Haut einen Glow. Es ist halt ein wirklich, ich sag mal, wie so ein Vitamincocktail. Wie so ein, ja, wie so ein Smoothie am Morgen, der der Haut Energie schenkt und sofort leider auch ein bisschen praller macht. Angenehm? Ich kann schlafen. Was das Besondere ist, also ich habe ja gesagt, es ist wie so ein Vitamincocktail, wie so ein Smoothie am Morgen. Ja. Aber was ich darin liebe, der Name sagt ja schon Mikro-Wilderos. Mhm. Hier ist ein Rosenextrakt drin. Das heißt, Extrakt aus einer Rose aus Südfrankreich, die dafür bekannt ist, so ein bisschen die Mikroentzündungen in der Haut zu balancieren, auszubalancieren. Weil eine Haut, die dazu neigt zu röten, wie bei mir, und du hast es ja auch so ein bisschen hier, da ist die Haut hyperaktiv. Das heißt, die Zellen sind so aktiv, dass sie abwehren, dass sie so ein bisschen die Schwesterzellen anstoßen. Und dadurch ist die Haut manchmal warm und gerötet. Mhm. Und diese Rose sorgt dafür, dass so ein bisschen die Zellen erkennen können, okay, was ist gut und was ist böse. Krass. Dass sie ein bisschen ruhiger, ein bisschen cooler werden. Dass sie ein bisschen, ja, so ein Chill out. Mhm. Dass sie nicht superaktiv sind. Und deswegen mag ich es sehr gerne, weil viele Menschen haben mit diesen Rötungen zu tun, weil es alles Stress ist. Und hier können wir so ein bisschen mildern und schon mal beruhigen. Cool.
Zweiter Schritt. Mhm. Auch ein Serum. Wichtig ist bei dem Thema, dass wir immer mit Serien arbeiten. Das heißt, wir können hier nicht mit hochreichhaltigen Cremes arbeiten, mit einem hohen Cremekörper, sondern mit leichten Konsistenzen, die schnell einziehen. Weil es geht ja darum, dass wir viele Effekte aus unterschiedlichen Pflegeprodukten haben wollen, die sich übereinander lagen, aber trotzdem verbinden und dadurch so ein Dream-Team mit der Haut machen. Okay, cool. Das heißt, wir haben jetzt geboostet, Energie geschenkt und beruhigt. Mhm. Und jetzt werde ich mit... Ich muss auch sagen, meine Haut fühlt sich gerade so ganz leicht an. Angenehm? Cool. Ja, super angenehm. So beruhigt. Ja, wirklich. Ich merke einen Unterschied gerade. Mir ist ganz wichtig, nachher, wenn wir fertig sind, dass du auch sagst, ich sehe schön aus, aber ich fühle mich auch schön. Weil ich finde, gerade beim Jahre 2019 muss Make-up sich auch toll anfühlen. Absolut. Es geht nicht nur darum, dass es schön aussieht, sondern eigentlich ist das Gefühl von Schwerelosigkeit das Allerwichtigste. Und genau das mit diesem... Ich sage immer, lieber ein Tropfen mehr Pflege und dafür ein Tropfen weniger Make-up. Mhm. Und einem geht's besser, man fühlt sich besser. Und wenn man sich besser fühlt, sieht man auch schöner aus. Ja, absolut. Ich habe jetzt hier ein Produkt, ich glaube Hyaluron ist euch allen Begriff. Ich liebe Hyaluron. Ja. Und das ist eine Kapsellinie. Und das ist wirklich hochkonzentriert, hat Hyaluron enthalten. Dieser Plump-Filler. Genau, das ist der Plump-Filler. Mhm. Den massiere ich auch wieder mit den Fingern, ganz normal über alle Partien, die ich vorher auch schon benutzt habe. Und sorge dafür, dass die Partie natürlich optimal mit Feuchtigkeit versorgt wird, dass die Haut praller wird, dass du sofort merkst, wie deine Haut, ja, als ob sie so 3 Liter Wasser getrunken hat. So. Ja, es ist frischer als das eben davor und auch leichter. Und man braucht auch keine Angst haben. Für die, die sagen, kann man nicht überpflegen. Wenn man mit mehreren Serien arbeitet und seine Haut gut kennt, kann man natürlich individuell zurechtschneiden. Ich habe mich jetzt entschieden bei dir für Vitaminbooster, für Plump Hyaluron und für Glow. Mhm. Wenn jemand sagt, er ist ein bisschen trockener oder jemand sagt, er neigt extrem zu Öligkeit, gibt es ja auch Serien, die mattieren oder andere Serien, die liften, das nächste Serum, was nochmal ein bisschen Color Correction macht. Also da muss man halt ganz individuell für sich die Sachen zusammenstellen. Ja. Und ich sage immer so, 2 bis 3 Serien sind optimal und dann wirklich schön ineinander hineinmassieren. What's next? Die Haut hat einen Vitamincocktail, sie ist beruhigt und sie ist jetzt prall. Glow. Ich glaube Glow, jeder spricht über Glow, 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 Glow. Wir möchten Glow natürlich schon geben, ein bisschen mit Pflege. Und dann nehme ich auch wieder eins meiner Gewürze, sage ich immer. Das habe ich auch. Und? Zufrieden? Ja, ich mache das manchmal in meinen Beauty Blender oder auch einfach nur so. Manchmal, wenn ich gar kein Make-up trage, dann packe ich es auch auf meinen Handrücken und tupfe es mir nur so auf die höchsten Stellen. Also, was das Tolle ist bei diesen Serien, die beiden letzten, die ich nehme, du kannst sie halt, wie du es gerade erklärt hast, du kannst es in deine Foundation mischen, du kannst es unter deine Foundation machen, du kannst es über die Foundation tupfen, du kannst es in deine Creme hineinmischen, über die Creme, unter die Creme. Ich sage immer, es ist wirklich wie so ein Gewürz, du packst es dann dazu, wenn dir gerade danach ist, wenn dein Geschmack danach ist. Und dieses Glow gebe ich natürlich vor allen Dingen ein bisschen hier auf den hohen Wangenknochen, ein bisschen um die Schläfenpartie und auf die Kinnpartie. Ich versuche die Partie so ein bisschen zu vermeiden, weil hier möchte ich nicht zu doll glowen. Weil das ist sonst die Partie, wo man aussieht, als ob man gerade geschwitzt vom Sport kommt. Da sollte man nicht zu viel glowen und auch auf der Stirn nicht zu viel. Individuell. Wenn du natürlich Stellen hast, die besonders stark trocken sind, kannst du da natürlich das Programm mal zugeben. Okay. Und ich glaube, was du jetzt schon merkst, obwohl wir jetzt schon das 3. Serum aufgetragen haben, dass es sich wunderschön miteinander verbindet. Also auch hier ist ein bisschen Zeit gefragt. Das ist keine Sache, die ich jetzt innerhalb von 30 Sekunden mache. Ich glaube, alleine dieses morgens sich verwöhnen und morgens seiner Haut was Gutes schenken und sich bewusst einzucremen, macht auch schon einen riesen Unterschied aus, dass man einfach glücklicher durch den Tag geht. Ja, das liebe ich auch. Dieses wirklich morgens sich kurz die Zeit nehmen und ruhig, nicht so aggressiv, sondern so, oh, das liebe ich ja. Ich finde, das ist gleich mit dem Essen. Also wenn du dir Zeit zum Essen nimmst, genießt du das Essen ganz anders, als wenn du sagst, du hast 5 Minuten Zeit. Und so ist es auch hiermit. Also ich glaube, gerade da morgens hast du diese 10, 20 Minuten, die du dir selber schenkst und danach bist du immer für alle anderen da. Und das macht auch einen Unterschied. So, das fühlt sich schon mal super an. Du machst es so soft. Ich könnte echt einschlafen. Ich habe das selten. Dankeschön. Ich würde sagen, wir legen mit der Foundation los. Ich arbeite nicht mit einer Foundation, sondern ich arbeite mit einem Produkt, was ich über alles liebe und was ich immer benutze. Okay. Das ist jetzt nur ein Tester. Das sieht nicht ganz so schön aus. Das ist ein Cushion. Ich bin viel in Korea unterwegs, auch beruflich. Und ich habe extrem viel gelernt von den Koreanern, muss ich ganz ehrlich gestehen. Oh, hau raus, weil ich glaube, Korean Make-up, Skincare ist für die Leute der Shit. Also ich kenne mich da auch noch gar nicht aus, weil ich halt nicht bestellen wollte, sondern ich wollte mal nach Korea, um da einmal so richtig seeking the information. Weißt du, wie ich meine? Also ich muss sagen, ich war überwältigt. Also ich bin jetzt ewig schon lange in der Branche und ich stand da und ich wusste selber nicht, was ich kaufen sollte, weil es ist wirklich so eine Auswahl, wo du denkst so, oh my shitness, würdest du jetzt sagen. Also es ist echt
extrem. Aber was ich gelernt habe, ist halt dieses Thema Skincare, Skincare, Skincare. Mhm. Also die machen so viel über Pflege. Die haben teilweise 11 bis 12 Schritte Pflege, bevor sie mit einem Make-up-Produkt beginnen. Und das ist für unseren europäischen Markt nicht ganz so umsetzbar, weil die Frau sich morgens noch nicht die Zeit nehmen möchte. Mhm. Aber ich glaube, die Tendenz kommt immer mehr. Allein, dass wir jetzt schon 3 Serien mischen, die Frauen werden immer offener. Ich glaube auch gerade die deutsche Frau so, ne? Dass sie noch nicht so ready ist, weil ich kriege ja auch Kommentare, die sagen, ja sorry, aber wo soll ich das tragen? Für mich ist klar, weil ich liebe das. Für mich ist das eine Zeremonie. Make-up ist für mich nicht, was ich machen muss, sondern was ich machen möchte. Und ich glaube, manche sind tatsächlich noch nicht so ready. Gebe ich dir vollkommen recht. Das Problem ist, dass so dieser Zeitgeist, dieses, es soll immer schnell gehen, aber so perfekt wie möglich aussehen. Das ist nicht umsonst, sind diese Convenient-Produkte das, was alle essen. Ja. Gesund ist es nicht, aber es geht schnell. Ja, ja. Und schmeckt irgendwie. Aber wenn wir alle frisch gekocht essen, ist es immer angenehmer. Und so ist es auch mit der Pflege. Ich glaube, man darf gar nicht daran denken, wo soll ich das tragen? Eine natürlich gepflegte Haut, die sollte ich immer tragen. Ja, ich mache auch keinen Unterschied zwischen Tag und Abend-Make-up. Weil ich finde, die Haut sollte immer transparent perfekt sein. Ja. Für mich ist Abend- und Tages-Make-up ist der Unterschied, okay, bin ich heute smoky, bin ich heute classy, bin ich Marilyn Monroe, mache ich Red Lips, mache ich Dark Smoky Eyes, mache ich Liner. Das ist für mich, da spiele ich wie mit Couture, mit Taschen, mit Schuhen und verändere meinen Look. Aber die Haut selber, die ist bei mir nicht unterschiedlich, weil die sollte immer natürlich transparent sein. Das ist ein guter Ansatz. Ich beginne jetzt mit einem Produkt, das ist ein Cushion. Und dieser Trend kommt halt aus Korea. Und das ist kein Make-up, sondern das ist ein Pflegecushion eigentlich, was aus 80% Pflege besteht. Das heißt, wir haben hier nochmal Pflege, Feuchtigkeit pur und dann nur 20% Farbe. Und das klopfe ich ganz, ganz leicht, gerade im Wangen- und Nasenbereich drauf und massiere es mit dem Foundation-Pinsel in die Haut hinein. Und jetzt merke ich auch schon beim Auftragen, dass die Haut vorher natürlich extremst gepflegt wurde durch die 3 Serien, dass ich bedeutend weniger Produkt brauche. Das heißt, ich massiere bedeutend dünner und transparenter hinein als sonst. Und das ist der Kardinalsfehler, den für mich die meisten Frauen machen draußen. Die nehmen sich nicht viel Zeit für die Pflege und kommt, wenn sie gut sind, eine Pflege aufs Gesicht und dann das Make-up. Und dann wundern sie sich, warum das Make-up sich absetzt oder trocken aussieht. Und, das sind auch die häufigsten Fragen, die ich immer gestellt bekomme, Hatti. Keine Ahnung, ich habe schon voll gute Pflege. Ich habe jetzt auch schon mehr investiert als sonst, aber mein Make-up sitzt halt trotzdem nicht. Und das ist das Allerwichtigste. Also ich kann mir das teuerste Make-up der Welt kaufen. Ja. Wenn die Haut darunter nicht optimal gepflegt ist, okay, wird das Make-up nicht gut aussehen. Also muss die Base immer sitzen. Ja, es geht nicht anders. Also ich habe damals angefangen mit, darf ich gar nicht verraten, aber ich habe mit 20 angefangen mit Make-up. Und klar, die ersten Jobs waren halt immer diese ganz jungen Models, Shootings. Und da war ich mir jetzt nicht so bewusst mit der Pflege. Aber als ich das erste Mal so Celebrities recht gemacht habe, und ich rede von Celebrities, die halt schon plus 40, plus 50 waren, da habe ich erstmal festgestellt, wie wichtig es ist, mit Pflege zu arbeiten. Ist es schwerer, erwachsene, reifere Haut zu schminken? Jein. Ich glaube, wenn man sich der Sache bewusst ist, was Pflege für einen Anteil ausmacht, ist es nicht schwieriger. Wenn man sich wirklich nicht nach Plan A nach dem Standardplan arbeitet, sondern wirklich die Dame anguckt, die Haut anguckt und dann individuell macht, kann man da sogar noch mehr Ergebnisse erzielen als bei einer jungen Haut. Weil eine junge Haut ist schon toll und eine junge, perfekte Haut, schön zu schminken, ist keine Kunst. Aber eine Frau, die vielleicht schon öfter Geburtstag hatte, die schöner zu machen, ist der Unterschied viel, viel stärker. Voll die guten Ansätze. Weil du kannst mit Licht und Schatten, kannst du dort natürlich viel, viel mehr verändern. Wichtig ist die Partie um die Nase. Die wird ganz, ganz oft vergessen. Das ist meine Problemzone. Und die sieht bei den Fotos dann oft immer aus, dass das Make-up nicht clean ist. Was ich bei dem Produkt gerade liebe, was ich auftrage, und ich glaube, das könnt ihr auch auf der Kamera schon sehen, ich vergleiche es immer mit einer Strumpfhose. Jeder hat, wenn du eine Strumpfhose von 10 Dingen kaufst, was macht's? Dein Bein wird gleichmäßiger, ebenmäßiger, formverfeinerter, vielleicht so Äderchen sieht man nicht mehr und glatter. Und jeder fragt sich, trägt sie eine oder trägt sie keine? Und genau das ist dieses Cushion, was ich hier nehme. Es verfeinert deine Haut, lässt es gleichmäßiger, ebenmäßiger wirken, aber man muss erstmal wirklich genau hinschauen, ist ein Produkt auf der Haut oder nicht. Wir sehen natürlich hier sind immer noch so ein bisschen Rötung zu sehen. Das ist auch normal. Ich möchte halt, dass die Natürlichkeit noch durchkommt. Das heißt, ich arbeite, wie gesagt, erstmal mit diesem Transparenten. Und jetzt kann ich schauen, okay,
nehme ich einen Concealer, nehme ich eine deckende Foundation und kann dann partiell nochmal korrigieren. Mhm. Viele Frauen haben eine Rötung oder einen Pickel und kaufen sich eine hochdeckende Foundation und die wird dann von hier bis hier aufgetragen. Ja. Und das ist schade, weil, wie jetzt mein Vater hat immer gesagt, wenn ich einen Kratzer auf dem Auto habe, lackiere ich auch nicht das ganze Auto. Ja, sondern wird nur der Kratzer lackiert und der Rest wird poliert. Und genauso sollte es mit der Haut sein. Ich glaube, da verstecken sich viele Frauen, verstecken ihre natürlich schöne Haut viel zu stark, weil sie viel zu viel benutzen. Mhm. So, und ich möchte jetzt nehmen ein Kaschen, das nennt sich Prestige Kaschen. Mhm. Das heißt, es ist auch ein Kaschenprodukt. Allerdings, wenn wir jetzt den Vergleich wieder mit der Strumpfhose machen, sind wir jetzt hier bei 20 Dehnen, mhm. 30 Dehnen. Das heißt, wir sind jetzt hochdeckend. Ah. Und jetzt können wir halt praktisch so ein bisschen, ja, die Korrekturarbeiten vornehmen. Und dann nehme ich einfach den gleichen Pinsel. Mhm. Ah, das ist jetzt nicht das gleiche? Nein, das eine ist dieses Pflegekaschen aus unserer Kapsulin, sagt man. Das ist transparent, 80% Pflege, nur 20% Farbe. Da ist ja auch noch 50 Lichtschutzfaktor drin. Ja, ganz krass. Wichtig. Das heißt, auch für den Alltag ist es super gut, gerade für Leute, die sonnenempfindlich sind. Mhm. Aber du meinst ja auch gerade zu Red Carpet, würde das jetzt nicht bei Blitzlicht mich so weiß ausschauen lassen? Nein, es kommt immer darauf an, was für ein Lichtschutzfaktor du drin hast. Mhm. Also wieder Lichtschutzfaktor, ob der mechanisch oder chemisch ist. Mechanische Lichtschutzfaktoren sind so Weißpigmente, die dann sehr stark reflektieren. Und dann hast du chemische Lichtschutzfaktoren drin, die nicht sichtbar sind. Und das wäre jetzt chemisch. Genau. Und was aber der Haut jetzt nicht schadet, also weiß Gott nicht. Wichtig ist, ich muss halt immer alles sehr dünn arbeiten und halt hineinblenden. Das, was du in deinen Videos auch immer zeigst. Mhm. Das große Problem ist, dass viele Leute immer Foundation auftragen und sie dann wie eine Schicht oben drauf liegen lassen und sie gar nicht hineinblenden. Mhm, ja. Ich weiß ja, du bist ein Riesenfan von Beautyblendern auch, weil du normalerweise immer Beautyblender nimmst danach. Überhaupt Schwämme, weil ich das Gefühl von, ich muss es in meine Haut einarbeiten und es hält A länger und es sieht auch besser aus, also auch natürlicher. Und ich zum Beispiel, ich arbeite gar nicht mit Schwämmen. Mhm. Auch nicht mit Beautyblendern, also fast nie. Es kommt selten mal vor, wenn ich irgendwelche Artistry-Make-ups mache, wo ich dann irgendwie was ausprobiere. Yeah. Aber für ein Daily-Make-up habe ich mich nie an einen Beautyblender oder Schwamm gewöhnen können. Ich blende das halt viel mit dem Pinsel hinein. Ja, stimmt. Als du mich, der Norman hatte mich schon vor ein paar Monaten geschminkt und da hattest du auch nur diesen Pinsel. Genau, ich arbeite mit dem Pinsel, den reinige ich zwischendurch immer, weil wichtig ist, Kardinalsfehler, wenn der Pinsel zu doll vollgeladen ist mit Produkt, schiebt ihr die Pigmente eher von links nach rechts. Ja. Wenn ihr den Pinsel reinigt, habe ich den Effekt wie den Beautyblender, dann habe ich halt wie einen sauberen Pinsel und dann kann ich auch wieder hineinblenden, dass sich das wirklich gut verbindet. Kleiner Tipp für euch, ich bin kein großer Concealer-Fan. Muss ich gestehen. Mhm. Weil ich mit Concealer... Ja. Nein, ich bin kein Concealer-Fan, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wie gesagt, vor 20 Jahren, Concealer war damals so extrem deckend, das hat sich immer abgesetzt. Also es war immer so dieses Thema, immer wieder korrigieren und immer wieder korrigieren. Seien wir doch ehrlich, es wird nie einen Concealer geben, der nicht in eine Falte rutscht. Also in diese Fältchen. Ich kenne noch keinen bis jetzt. Ja, weil es ist Pigment, da ist ja etwas drin, das muss ja... Also es muss ja irgendwo hin. Es muss halt, genau. Wir bewegen uns. Noch, genau. Und deswegen versuche ich immer mit Foundation zu arbeiten, auch im Unteraugenbereich. Mhm. Ich nehme jetzt dieses hochdeckende Kaschen und nehme einen Lidschattenpinsel. Mhm. Das heißt kein Concealerpinsel, weil Concealerpinsel sind für mich oft zu hart. Mhm. Und ich mag gerne dieses Fluffige. Und ich kann jetzt mit dem Concealerpinsel, du hast natürlich jetzt auch nicht so starke Augenschatten, fast gar keine. Ich kann aber mit dem Lidschattenpinsel hauchdünn, das Ganze noch viel fluffiger in die Haut hineinarbeiten. Das ist aber kein Mikrofon, deswegen muss ich hier reinsprechen. sieht auch richtig geil aus. Aber ich sehe, dass meine Haut wieder gestresster ist. Oben so ein paar Kleinigkeiten, aber auch da können wir jetzt aber zum Beispiel... Aber es kommt von meinem Darm. Aber auch da können wir partiell. Und dafür nehme ich zum Beispiel immer lieber Lidschattenpinsel als Concealerpinsel. So, es geht wir wollen Leuchtkraft kreieren. Und ich nehme als nächstes ein Produkt, was wirklich wie so ein flüssiger Highlighter ist. Mhm. In einem... Ja, Beige-Ton, aber eher ein bisschen gelbstichig. Mhm. Und das ist jetzt kein Concealer, das ist wirklich nur ein flüssiger Highlighter. Und den gebe ich jetzt mal so ein bisschen plakativ auf die Stellen, die ich anheben möchte. Mhm. Und zwar Stirn, Nasenrücken, Lippen, Herz, Kinn. Das kennen die meisten auch schon. Die hohen Wangenknochen. Und dann in die Innenwinkel der Augen. Auch hier sehe ich ganz viele, die den Fehler machen. Und dort so eine Produkte unter die ganzen Augen geben. Das Problem ist aber, flüssige Highlighter geben mehr Volumen. Das heißt, sie lassen die Haut praller, glatter an der Stelle wirken, weil das Licht mehr reflektiert wird. Mhm. Jetzt gebe ich mir einen flüssigen Highlighter unter die Augen. Was passiert? Meine Augen kriegen mehr Volumen. Ich glaube, das ist das Letzte, was man haben möchte. Mhm. Wenn man morgens wach geworden ist mit geschwollenen Augen, wenn man sich dann noch mehr Volumen... Noch geschwollener. Ja, also deswegen. Das ganz leicht mit dem gleichen Pinsel hineinklopfen
Und schon kriegt das ganze Gesicht mehr Lebendigkeit. Das heißt, der Nasenrücken kommt so ein bisschen nach oben. Wir können einfach ein positives Modellieren kreieren. Mhm. Ohne Schatten, dass wir einfach nur mit Licht das Ganze noch ein bisschen feiner machen. Weil wenn ich mit Foundation arbeite, die sorgt dafür, dass das Ganze sehr zweidimensional wird. Das wird alles eine Farbe. Mhm. Ich muss dann mit Licht und Schatten wieder dafür sorgen, dass das Ganze ein bisschen Struktur kriegt und dreidimensional wirkt. Im Augenwinkel nur nach oben schauen bitte. Ganz leicht hineinmassieren in den Concealer und in die Foundation. Und schon leuchtet das Ganze. Eigentlich ganz easy. Boah, du machst mich müde. Das nehme ich jetzt als Kompliment. Das ist echt wie so eine Massage. Das Ganze zu halten. Ich weiß, viele setten gerne, baken gerne. Bei dem Tarn, den ich mache, versuche ich mit so wenig Puder wie möglich zu arbeiten. Mhm. Und du hast aber eine ganz besondere Technik. Als er mich das erste Mal geschminkt hat, hat er mich ganz leicht abgepudert. Und das war so... Du hast deine Hand so gerollt oder du den Pinsel so gerollt geschwungen. Das liegt daran, dass ich gerne tanze wahrscheinlich. Das war so. Und das finde ich sehr interessant. Dazu muss ich auch aufstehen, weil es ist für mich angenehmer. Ich rolle den Pinsel immer ab, weil ich das Gefühl habe, dass ich den Puder dadurch besser hineinmassiere und den eventuellen Überschuss gleich mit runterbürste. Es fühlt sich auch an wie eine leichte Massage. Ja. Wenn ich natürlich Stellen habe, weil wo die Foundation stärker aufgetragen wurde, kann ich durch leichte Klopfenbewegungen dafür sorgen, dass die Foundation nicht verrutscht. Aber eigentlich kriege ich so einen ganz, ganz leichten Effekt. Angenehm? Und das reicht mir eigentlich auch schon. Schau, weil ich werde immer müde. Und die zweite Seite. Auch hier wirklich individuell. Ne? Habe ich Stellen, die eher stärker glänzen, nehme ich ein bisschen mehr. Möchte es ein bisschen glowiger haben, weil ich eher eine trockene Haut habe, würde ein bisschen weniger Puder nehmen. Aber Puder ist und bleibt ein ganz essentieller Schritt. Weil ganz viele Damen sagen zu mir, oh, ich bin doch aber schon, ich habe ein paar Linien und Falten und ich habe Angst, dass das sich absetzt. Nein, ja. Wir brauchen Puder. Ich brauche auch Puder, auch wenn ich trockene Haut habe. Ohne hält es nicht. So, an der Stelle, ich gehe gerne mit den Fingern jetzt nochmal rüber und mit der Wärme meiner Finger wirklich dafür sorgen, dass die ganzen Pflegeserien, die Foundation, der Flüssighighlighter und der Puder eins werden und dass wirklich kein Überschuss da ist. Und es müsste sich eigentlich auch vom Gefühl her, du kannst mal anfassen, ganz prall und frisch anfühlen. Ja. Kommen wir zum Contouring. Ich glaube, Contouring ist etwas, da wurde schon genug drüber gesprochen, will ich gar nicht so viel sagen. Ich mache eine Art Beauty-Contouring, das ist so eine Soft-Geschichte. Ja, cool. Backstage, kennst du schon. Ich mag die gerne, weil die halt sehr aschig sind, weil sie nicht zu rot oder zu orange sind. Ich mische gerne die beiden hellen Töne. Dass ich so ein bisschen mische und dann ganz klassisch halt so ein bisschen, klar, wenn wir die Stirn ein bisschen abschattieren wollen, wir wollen ja so ein bisschen Wärme geben, aber eigentlich eher mehr konturieren. Deswegen gibt es für mich auch einen großen Unterschied zwischen Bronzepuder und Contouring. Ne? Ja, also, absolut, für mich auch. Also ich setze das Contouring ganz leicht so ein bisschen unter den Wangenknochen, versuche es aber relativ großflächig zu verblenden, weil ich nicht möchte, dass es zu hart ist. Ich möchte wirklich so ein Beauty-Softy-Contouring haben, dass es wirklich ein Unterschied ist, wenn du gerade in die Kamera guckst, dass man ganz klar den Unterschied sieht, dass es halt hier ein bisschen schmaler wird, das Ganze ein bisschen mehr Struktur bekommt, aber nicht so viel. Genauso kann ich mit dem gleichen großen Pinsel auch hier ein bisschen an den Nasenwinkel und ein bisschen zur Augenbraue hin, dass wir einfach da ein bisschen mehr Tiefe kriegen. Und ich gebe manchmal gerne ein bisschen was unter die Lippe, weil die automatisch nochmal voller wirkt. Und was ich noch einen Tipp habe generell für euch, was ganz wichtig ist, dass wenn ihr eure Foundation auftragt und auch Contouring und Blush, habt eine Armlänge Abstand zum Spiegel. Das ist auch ein ganz großer Fehler, den die meisten Frauen machen, weil die stehen dann morgens vorm Spiegel, schminken sich und sehen jede Rötung, jede Kleinigkeit. Und die decken die ab und decken ab, decken ab. Kommen zurück und sagen so, oh my god, Drag Queen. Weil es zu viel Produkt ist. Ja. Jeder Mensch sieht dich immer mit einer Länge Abstand. Und das ist das, wie du dich auch schminken solltest. Ja. Beim Eyeliner, klar, da gehst du da ran. Ja. Aber alles, was die Haut angeht, solltest du immer so natürlich, so viel Abstand wie möglich haben, nämlich eine Armlänge. Guck mal, hier hat sich so ein bisschen das Produkt. Das ist normal, wenn sie so ein bisschen in die, immer schön mit dem Finger nachgehen, bevor wir mit dem Lidschatten anfangen. Supernatural. Was sagt Baby? Ich sitze so weit weg. Sieht sau geil aus. Der nächste Schritt, und ich würde gerne einen Ton nehmen, der jetzt richtig frisch ist. Und ich sehe ganz viele Damen, die gerne mit Highlighter arbeiten und mit Blush.
es sind beides zwei verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Was ich aber nicht mache, ich arbeite ungern mit Blush und damit Highlighter oben drüber. Weil es für mich oft sieht aus wie, ich sehe den Contouring-Streifen, ich sehe den Rouge-Streifen und sehe dann den Highlighter-Streifen. Ja. Ich nehme den gleichen Pinsel, wo auch mein Contouring genommen habe, und nehme jetzt das Blush und gehe dann gleich in alle drei Highlighter-Farben. Mhm. Den dunklen spare ich mir bei dir, weil du bist eher ein bisschen porzellaniger. So, und mische das alles. Krass, okay. Und jetzt kannst du ganz normal... Ja. Und dann einfach nur an den Rand von dem Contouring, hoch auf den Wangenknochen und dann wirklich schön hineinblenden Richtung Schläfe. Das ist so eine Mischung aus Blushing, Draping, Strobing, alles Draping zusammen machen. Draping ist auch geil. Und wenn du jetzt nämlich von vorne schaust, sehen wir, dass das Blush, sieht das Gesicht geblusht aus, und wenn du zur Seite gehst, sehen wir den Glow. Das heißt, wir haben Blush und Glow in einem und es sieht nicht so gelayert, geschichtet aus, sondern es wird eins. Ja, das nervt mich auch bei mir ganz oft, dass ich die Steps noch zu sehr erkenne. Und hier nehme ich kreisende Bewegungen, weil so wie ich mit Highlightern arbeite, das heißt mit hochpigmentierten Produkten, die so einen Schimmer kreieren, sind kreisende Bewegungen ganz gut, weil ich habe zu viel, man poliert das so richtig. Und dadurch wird der Glanz noch intensiver. Ich gebe immer ganz gerne, das ist so für die Leute, für die ganz schnellen, die Augenbrauen mal noch umziehen. Wenn man die gleiche Mischung auch noch ein bisschen hier in die Lidfalte gibt, kann man dann auch morgens mal so ein 10 Minuten Make-up machen. Okay, 10 Minuten, jetzt lachen sich alle tot, weil wir jetzt schon über 10 Minuten schminken. Aber das ein bisschen aufs Lid, auf den Liddeckel, jetzt Wimperntusche und dann wär's eigentlich schon ready. Augenbrauen. Ich habe ja mal auf dein Instagram-Profil geschaut und ich muss sagen, deine Augenbrauen sind wirklich mega. Also ich finde die super, super schön gemacht. Danke. Und ich mag gerne, wenn die so natürlich sind. Ja, ich liebe das. Deswegen, ich kann dir gar nicht viel was Neues zeigen. Ich zeige dir einfach, wie ich sie mache. Ja, gerne. Und ich arbeite erstmal mit dem Augenbrauenbürstchen. Das ist für mich immer das Allerwichtigste, dass ich erstmal nach oben kämme, weil so kann ich schon mal die Grundstruktur erkennen, wie die Augenbrauen aussehen. Und da sehen wir schon, dass es schon super schön ist. Alleine das bringt schon was, dieses nach oben bürsten. Und ich arbeite jetzt mit einer Kombination aus zwei Produkten. Ich arbeite mit einem Augenbrauenstift, der ganz fein wie eine Nadel ist. Ja. Damit kann ich jetzt ganz, ganz dünn auffüllen. Ich setze gerne im vorderen Bereich unten eine ganz leichte Linie und strichle einfach nur hier ein bisschen Volumen nach. Und dabei kann ich schon so ein bisschen die Augenbraue, ein bisschen mehr, der Augenbraue mehr Fülle schenken. Mir ist im unteren Bereich vorne wichtig, dass wir da eine exakte Linie haben. Und dann gehe ich zum Höhepunkt und mache im hinteren Bereich oben eine eher exaktere Linie. Durch kleine Strichchen. Weil ich die Natürlichkeit erhalten möchte. Wenn ich die Augenbrauen komplett oben, unten umrahme, wirkt es für mich wie so ein Balken. Ja. Und deswegen arbeite ich unten, vorne, hinten, oben. Striche natürlich, wenn irgendwelche Lücken in der Mitte sind, nach. Ich habe jetzt bei dir so ein schönes, so ein Aschdunkelbraun genommen, das nicht zu rötlich ist. Ja, das liebe ich, ja. Kämme das nochmal durch, dass sie nur ein bisschen aufgefüllter sind. Und nehme dann ein Produkt, das ist eigentlich ein Augenbrauenpuder mit einem Wachs. Und ich nehme jetzt aber nur den Wachs daraus. Einfach mit dem Augenbrauenbürstchen hineingehen und dann kämmen. Und der Wachs fixiert das, macht es wasserfest. Gibt dem Haar natürlich eine schöne Struktur, ein bisschen Glanz. Wir entfernen auch so eventuell aus Versehen hineingemischtes Make-up, Puder etc. So, ne? Einfach Produkte, die sich drin gesammelt haben. Ja. Und es ist gerade bei blonden oder auch bei dunklen Augenbrauen wichtig, dass das schön ist. So, und das war's eigentlich schon. Und hier ist wichtig, also was ich immer ganz wichtig finde, wir haben so viele unterschiedliche Augenbrauen. Klar gibt es diese Standard-Augenbraue, die man sich wünscht. Aber ich glaube, auch hier muss man sich mit abfinden, wenn man nicht die Augenbraue hat. Und man sollte seinen Typ versuchen, einfach nur zu unterstreichen. Und mir ist lieber, wenn die Augenbrauen, genau wie sie die Haut, eine gewisse Transparenz behalten, als wenn sie wie ein schwarzer Block oder dunkelbrauner Block durchgemalt sind. Weil das sieht nie natürlich aus. Mhm. Und genau das Gleiche geht auch bei blonden Augenbrauen. Also ich glaube, viele Frauen fragen mich immer, wie sieht es aus, wenn ich habe jetzt blondes Haar. Welche Farbe soll meine Augenbrauen haben? Mhm. Und ich orientiere mich eigentlich immer an dem dunkelsten Haarton. Also am Ansatzton. Dass man sich versucht, am Ansatzton. Auch gerade wenn man Strähnen hat, am Ansatzton orientieren. Weil wenn man natürlich weißblond ist, weißblond, Augenbrauen, ist halt schon sehr spacey. Ne? Also es kann halt für einen Look sehr, sehr cool sein. Ja. Aber man sollte sich versuchen, immer am Haaransatzton zu orientieren. Und dann wirkt es natürlich, weil das ist der natürliche Haarton, den wir haben. Ja, voll gut. Der nächste Schritt. Und das ist ein Schritt, das ist der einzige Schritt beim Make-up, wo ich sage, der ein bisschen unangenehm ist. Wo die Menschen auch, jetzt hast du Angst, du musst jetzt bitte dich einmal hinlegen, im 380 Grad, nein. Es geht ums Tightlining. Tightlining, sagt ihr was? Ja. Ja, natürlich. Es ist für die meisten Frauen ungewohnt, aber ich finde, das ist der Schritt, der den meisten ich Unterschied macht. Ich liebe es.
Bitte mal schließen. Wenn ich es auftrage, ich lasse die Dame immer die Augen schließen, weil es angenehmer ist. Wenn man es selber macht, ist es einfach eine Routinesache. Und man muss beachten, wenn man mit diesem butterweichen, wasserfesten Kajal zwischen die Wimpern geht, dass man versucht, zwischen die Wimpern zu malen. Schließen bitte nochmal. Und gar nicht so bewusst auf die feuchte Linie, sondern eher zwischen die Wimpern zu gehen. Lieber zwei, dreimal ansetzen. Sollte man dazu neigen zu tränen, einfach hier zwei Punkte neben die Schläfe setzen, Augen schließen und so ganz leicht drehende kreisende Bewegung machen. Warum so eine kannst Art du das bitte die ganze Zeit machen? Ich kippe hier gleich vom Sofa. Das ist so eine Art Akupressur. Das heißt, wir können so ein bisschen die Tränenflüssigkeit beeinflussen. So, mein Handy ist an. Tränen hast du schon beeindruckt, du. Ich habe mein Handy angelassen, es hat alles klingelt. Gut. Ist nicht schlimm, bei mir klingelt ständig. Sorry, guys. Was macht der Schritt, den ich gerade mache? Ich glaube, man sieht sofort, es öffnet das Auge. Durch diesen Kontrast von dem schwarzen Stift zu diesen ganz weißen Augen wirkt das Auge natürlich wacher, offener, strahlender, die Augenfarbe kommt mehr raus. Und ich finde, es ist so ein die natürlichste Art und Weise, deine Augen strahlen zu lassen. Mhm. Und gerade für Leute, die jetzt nicht Architektur studiert haben und diesen Flüssigliner da nicht raufkriegen. Architektur. Ist halt gerade dieses hier dazwischen machen, das ist so eine einfache, easy Geschichte. Ja, ich finde, die gibt immer Effekt. Und ein kleiner Tipp, wenn ihr keinen Kajal zur Hand habt, einen wasserfesten, kann man auch mit der Mascara arbeiten. Das heißt, einen Eyeliner-Pinsel nehmen, ein bisschen von dem Mascara nehmen, wenn die Augen jetzt nicht hyperempfindlich sind, und dann die Mascara dazwischen setzen. Ja. Funktioniert auch. Mal schön mitnotieren hier, Kinder. Kommen wir zum Lidschatten. I'm ready. Das ist die neue Palette? Ja, du darfst sie zeigen. Ich raste aus. Ich mache mal so ein bisschen Schweiß an der Stirn. Ja. Die neue Palette, die Dior Backstage. Da treibt hier wieder mein Name. Also diese Amber Neutrals. Mhm. Wir hatten ja bisher diese kalten und diese eher aschigen Brauntöne, ne? Und das ist jetzt die ganz neue, die Amber. Die gibt's aber noch nicht. Ja, ich habe nur eine. Weil ich habe nicht beide. Nicht? Es gibt eine kalte normalerweise gerade. Die ist so mit kalten, so Mauve und Rosé-Toptönen. Nee, dann habe ich die erste. Und dann gibt es eine, die ist so mit diesen eher klassischen Brauntönen und mit so einem Rostton. Tja. Und das ist diese rote. Ja. Umbers. Aber die kommt erst wann? Die müsste jetzt eigentlich so, nagel mich nicht fest, Ende März, April. Also jetzt in den nächsten Wochen müsste die auch erhältlich sein, ja. Cool. Ich bin gespannt, was du zauberst. Was ich bei dem Produkt mega finde, ist, du hast halt dieses, hinten steht alles drauf, für die, die es nicht merken können, ne? Primer, Highlighter, Shimmers und Mats. Das finde ich mir ganz cool. Ich beginne natürlich auch mit der Base. Okay. Hier nehme ich dann einen Concealer-Pinsel. Ich trage Lidschattenbase gerne mit Concealer-Pinsel auf. Und massiere das einfach nur mit schnellen, kleinen Bewegungen nur auf den Liddeckel. Mir geht es darum, dass wir einfach die Lidschatten-Base, dass es ein bisschen gleichmäßig ist. Es gibt schon mal einen schöneren Effekt. Die Farben kommen besser zur Geltung. Und vor allem, es hält natürlich alles noch besser. Für die Leute, die sagen, mit dem Finger, kann man auch mit dem Finger auftragen, gar kein Problem. Also so eine ganz leicht cremige, die dann so ein bisschen leicht nachpudrigen Nacheffekt hat, was auch gut hält. Kann man auch gut nehmen für die Leute, die gerne diese Geschichten machen mit dunklen Lidschatten und dann was helles, cremiges oben drüber und dann die Pigmente, um halt diese Cut-Crease zu kreieren, könnte man auch dafür benutzen. Ah, cool. Genau, ja, dass man einfach ein bisschen mehr nimmt. Ist halt nicht ganz so plakativ, nicht so opak weiß, wie das, was man sonst nimmt. Würde halt ein bisschen natürlicher sein. Okay. Kommen wir zum Lidschatten. Ich beginne mit dem Lidschatten mit einem, ich würde gerne mit diesem Hellton beginnen. Mit dem, Korallton. Und den gebe ich jetzt wirklich, lala. Ich muss gestehen, ich habe dir vorhin gesagt, ich benutze die Palette heute auch zum ersten Mal. Is it poppin'? It's poppin'. Geil. I love it. Sieht man was? Definitiv. Also es ist... Sind alle wach? Also es ist wunderschön, es ist ein richtig schöner Pfirsich-Korallton. Und den massiere ich jetzt ein bisschen bis ungefähr zur Lidfalte. Gar nicht bis zum Wimpernkranz, das ist nur so halb auf dem Lidendeckel ist, öffnen. Jetzt nehme ich mir wieder ein Tuch, mache meinen Pinsel sauber. Du ziehst bitte deine Augenbrauen nach oben. Genau, schaust dabei in die Kamera. In die Kamera schon? Genau. Und das ist nämlich der Punkt, wo jeder dann weiß, bis wohin der Lidschatten ungefähr ausschattiert werden muss. Augenbrauen nach oben und dann mit dem Pinsel hin und her, Augenschminken ist nicht schwer. Und schon haben wir einen super schönen, weich verblendeten Lidschatten. Ich gebe auch ein bisschen was von der gleichen Farbe nach oben schauen, unter dem Auge. Dass wir wirklich eine einheitliche, warme Umrahmung haben, so ein bisschen so ein Monochrom-Effekt. Ne? Das heißt, auch wenn man zum Beispiel mal schnell gehen soll, jetzt hier ein bisschen Wimperntusche drauf und schon hat man einen wunderschönen Sommerlook. Also man muss nicht immer drei, vier Farben nehmen. Ja, klar. Das reicht auch manchmal, wenn man nur mit einer Farbe arbeitet. Und auch hier arbeite ich einmal mit einem größeren Pinsel, der nicht zu klein ist, weil ich möchte ja mit weichen Übergängen arbeiten. Auch so eine Grundregel,
Je größer der Pinsel, desto weicher der Übergang. Je kleiner der Pinsel, desto grafischer definierter wird das Ganze. Kommen wir zur nächsten Farbe. Da möchte ich gerne mit dem ganz hellen Ton arbeiten. Mhm. Und dann nehme ich jetzt diesen Highlighter. Und was ich gerne mache, ich mische den gerne mit dem Highlighter aus der Palette. Ich finde, gerade Make-up muss Spaß machen, da darf man auch gerne mal so Produkte miteinander kombinieren. Finde ich auch. Und dann nehme ich jetzt diesen Highlighter aus der Palette, der ein bisschen gold ist. Möchte den ganzen aber gerne noch ein bisschen helleres Gold und Silber dazu geben. Weil ich finde es immer dimensionaler, dreidimensionaler und spannender, wenn wir mit mehreren Effekten arbeiten. Und den setze ich jetzt an den Wimpernkranz. Wow. Und da geht es darum, einfach nur so ein bisschen so ein Licht zu zaubern, dass wenn du zwinkerst, dass das Auge noch offener, frischer, lebendiger wirkt. Sag mal, hast du schon mal so einen richtigen Superstar geschminkt? Wahrscheinlich mehrere, oder? Für jeden ist ein Superstar natürlich eine andere Definierung, aber Definition. Ich habe schon ein paar Promis geschminkt, ja. Vorhin hat er erzählt, Sharon Stone hattest du mal. Sharon Stone war ehrlich gesagt auch die erste Person, die ich geschminkt habe. Also mein erster Superstar. Hm? Das ist doch doof. Also nicht die erste Person, die ich geschminkt habe, sondern mein erster Superstar, den ich geschminkt habe. Okay, ich werde tot umgefallen. Ich hätte es gar nicht gemacht. Also ich stand da und ich war wirklich so. Ja, ich hätte es wahrscheinlich nie angenommen. Man hat immer noch eine gewisse Nervosität. Aber ich hatte auch eine Nervosität, als ich dich getroffen habe das erste Mal. Echt? Und, ich bin voll so... Ja, aber es geht darum, Make-up ist für mich so eine Geschichte von Intimität. Mhm. Und man muss sich halt auch verstehen können. Und man muss auf einer Wellenlinie sein. Mhm. Ich habe keine Angst davor, dass ich versage, weil ich sehr selbstbewusst bin, was mein Können angeht. Aber es geht auch darum, Geschmackssache, wie kommt man miteinander zurecht. Mhm. Und so ein Superstar kann dich in den Himmel heben. Ich glaube, das ist auch wichtig für Make-up-Artists oder die noch Make-up-Artists werden wollen. Interessant, wie es eben ist, auf Menschen zu treffen, die eben vielleicht in der Öffentlichkeit stehen. Ich glaube, man muss selbstbewusst sein und man muss versuchen, mit ganz viel Empathie an die Sache ranzugehen. Mhm. Und manchmal sich selber nicht zu ernst nehmen. Und dann kann man es in dem Business was schaffen. Okay. Jetzt habe ich schon was gemacht, ohne zu erzählen. Ich habe jetzt diese beiden oberen Farben, diesen braunen und diesen leichten Rotton genommen und massiere das nur so ganz leicht in den äußeren Winkel mit einem kleineren Pinsel und schattiere das in dieses zarte Korallpfirsich hinein, dass wir ein bisschen mehr Tiefe bekommen. Aber wirklich ganz zart, ganz leicht die beiden Farben mischen. Gerne an einem Tuch ein bisschen abtupfen. Ich empfehle immer am Tuch abtupfen und nicht dieses Abklopfen oder abpusten. Ich weiß, dass es gerne viele machen, weil du... ich hatte einen Make-up-Artist, der hat das abgepustet und ich habe die Feuchtigkeit, also die Spucke, dann an meinem Auge gespürt. Okay. Und das war echt krass. Ich bin ja auch Make-up-Artist aus. Und schminkt auch auf Couture-Show in Paris. Oh, okay. Also ist nicht nur eine kleine Nummer jetzt mal so gewesen. Kleine Nummer, ja. Ja. Wie gesagt, hier im hinteren Bereich ganz leicht von außen nach innen streichen. Weil so haben wir wirklich außen den intensivsten Effekt des Lidschattens. Und nach innen wird es immer heller, dass wir eine ganz, ganz leichte Struktur nur kriegen. Weil wir möchten es ja nicht too much Drama machen für den letztigen Look. Weil die Lippen ja noch ein bisschen was hergeben sollen. Nach oben schauen bitte. Auch unterm Auge ganz leicht. Und schon haben wir schon einen ganz, ganz schönen, rauchigen, weichen Effekt. Ich finde die Farbe natürlich mega zu deinen Augen. Du hast natürlich grüne Augen. Was mir aber auffällt, ist, dass ganz viele Leute immer lila empfehlen. Lila ist ja auch schön. Aber das ist noch krasser. Aber Orange ist noch viel besser. Ja, also Orange und Rot ist viel besser bei Grün. Ja, finde ich auch. Also wenn ich so Braunkajal oder ein bisschen Orange-Rot nehme, finde ich, kommt mein Grün viel krasser raus als mit Lila. Ist auch ganz normal. Ich meine, wenn du dich mit dem Farbkreis beschäftigst, sind Rot und Grün die Komplementärfarbenstechchen. Mhm. Ich nehme jetzt Rot. Und zwar nehme ich diese beiden Rottöne. Ich möchte gerne, ich weiß ja, dass du auch so ein roter Liner-Fan bist. Mhm. Und ich mache dir jetzt so eine Art roten Liner, aber aus Lidschatten. Geil. So ein bisschen edgiger werden, aber trotzdem noch im Soft-Bereich. Und hier einfach einen Eyeliner-Pinsel nehmen, einen flachen. Augenbrauen ganz leicht anheben und dann wirklich nur so in die Wimpern hineinsetzen. Dass wir so einen breiten Liner öffnen, bitte. Yes. Dann habe ich noch eine Frage. Jetzt nur mal ein Fashion-Make-up. Nee, hattest du mal so eine Situation, wo du dachtest so, oh mein Gott, in deiner Karriere, wo du dachtest so, also Make-up-technisch oder hat es mal so gar nicht gepasst mit jemandem? Schließen bitte. Ich hatte eine Erfahrung gemacht, die werde ich nie vergessen. Da hatte ich ein sehr schlechtes Gewissen. Mhm. Und seitdem bin ich mega vorbereitet und zwar wurde Gold verlangt. Und ich hatte keinen goldenen Lidschatten, gar nichts.
Und die Kundin hat mich nach Hause geschickt. Wirklich? Das war ein Promi, ja. Oh Gott, wieso schickt man dich dann nach Hause? Weil sie der Meinung war, es wäre nicht professionell gewesen. Und das war für mich... Oh Gott, ich fühle mich schon schlecht. Es war ganz, ganz schlimm vom Gefühl her. Und ich fühle mich schon schlecht gerade. Und ich habe gesagt, ich organisiere noch was. Nein, ging gar nicht. Und ich hatte weit und breit kein Gold dabei. Das heißt, seitdem habe ich immer alles mit dabei. Ich würde sagen, ich würde gerne die Wimpern mal tuschen, damit wir sehen, wie viel wir Effekt denn haben. Norman, ich habe noch keinen je getroffen, je kennengelernt oder der mich geschminkt oder mit dem ich je was zu tun hatte, der die Wimpern so krass tuscht wie Norman Pohl. Dankeschön, ich werde rot. It's insane. Ihr müsst euch gleich mal, wir müssen eigentlich mal so vorher, nachher machen mit einer Wimper. Ich gehe mal die Mascara holen. Ich danke dir für das Kompliment. Und das habe ich auch aus Korea gelernt. Wirklich? Also genau die Kombination habe ich bei meinem koreanischen Kollegen gesehen. Oh, krass. Deswegen ist, ich muss, das ist nicht meine Lorbeeren, sondern die werde ich meinem Kollegen aus Korea weitergeben, weil da habe ich mir das abgeguckt. Ich muss nach Korea. I have to do that. Und nicht nur Make-up, sondern auch Essen ist sehr, sehr lecker. I'm ready. Ich benutze 3 Produkte. Mhm. Eine Base. Mhm. Ein Mascara, der extremst trennt, fächert und verlängert. Mhm. Und einen, der so richtig Schmack ist, nochmal oben Volumen drauf dieser gibt. Pumpen, dieser Pumpen. Ja, der ist auch gut. Genau. Ich beginne mit der Base. Mhm. Und ich tusche halt gerne die Wimpern, bevor ich anfange, noch mehr Lidschatten aufzutragen. Weil die Wimpern geben immer ganz viel Rahmen. Und manchmal reicht das schon. Wenn ich dann mehr mache, kann ich immer noch nacharbeiten. Mhm. Bitte mal schließen. Ich lasse dich einfach die Augen schließen, weil es für dich angenehmer ist, wenn jemand anders da in deinem Auge rumfummelt. Und wichtig ist, auch wenn ihr euch selber die Wimpern tuscht, dass ihr diesen Gegendruck aufbaut. Ihr merkt es richtig, ich kämme richtig die Wimpern durch. Die Wimpernbase, die ich jetzt benutze, die sorgt natürlich dafür, dass die Wimpern sofort länger, dichter, gepflegter sind und auch gebogen sind und ich weniger an Produkt danach brauche. Das heißt, es ist wirklich eine richtige, ja, ein Schutz auch für die Wimpern. Öffnen. Wenn es ein bisschen weißig ist, kein Problem, es geht weg. Kämmen, kämmen, kämmen. Das sind Haare. Da brauchen wir keinen Zickzack. Keinen dreifachen Rittberger, sondern nur kämmen, kämmen, kämmen. Und das Wichtigste vom Ansatz. Für den nächsten Schritt muss ich auch stehen, weil ich wohl ein bisschen mehr Gewalt habe. Dann nehme ich jetzt diese Mini-Mascara. Mhm. Das ist eine ganz, ganz kleine Bürste. Ja. Dann nehme ich die verlängerte Mascara. Mhm. Und du kannst bitte wieder erschließen. Auch hier gebe ich wieder wirklich FAM-Ansatz und kämme durch. Und dieses Layern, das ist das Gleiche, was ich bei der Haut gemacht habe, sorgt dafür, dass wir natürlich peu à peu die Wimpern aufbauen, aber trotzdem noch die Natürlichkeit beibehalten. Das ist halt nicht so geschminkt, dass sie vor allem keine Klumpen entstehen. Ich glaube, das ist der größte Fehler, den die meisten machen. Die wollen halt mit einem Mal gleich das maximale Volumen haben und Länge. Und dann ist da meistens zu viel Produkt zu schnell auf den Wimpern und dann klumpt es. Wenn man jetzt selber die Wimpern tuscht, wichtig ist, dass man jetzt, man schaut in den Spiegel, hält die Mascara ran und dann schließt man. Und beim Schließen kennt man durch, genau, öffnen. Und dadurch kriegen wir, und das sieht man jetzt schon, einen Aufschwung-Effekt. Weil diese Base auch wie ein Haarspray fungiert. Die Wimpern richtig schön Verlängerung bieten. Ich glaube, man kann den Effekt ganz klar sehen. Das heißt, nehmt euch ein bisschen Geduld und arbeitet, wie wenn ihr eure Haare glätten würdet. Ein bisschen mit Gegendruck. Voilà. Warum dieses Pumpen? Das ist einfach dafür da, damit die Konsistenz cremiger bleibt. Mhm. Und damit die Bürste optimal geladen ist. Mhm. Weil viele haben das Problem, dass die Mascara irgendwann trocken ist. Ja. Und hier sorgst du dafür, dass sie einfach cremiger bleibt. Genau, gleich wieder runterschauen, ranhalten und schließen. Und das sorgt jetzt wirklich für Mega-Volumen. Und ganz viele Leute sparen sich danach auch die Kunstwimpern. Boah, ich merke richtig, wie meine Wimper so, like. Ich krieg das nicht hin. Das ist so krass. Ich glaube, das ist die Kombination aus Produkten, die ich genommen habe, diese 3. Weil ich habe es vorher auch nie so hinbekommen. Und dieses, wie ich es auftrage. Und das ist dieses Gegenarbeiten. Und dieses Bürsten, Bürsten, Bürsten. Mit Druck. Viele fragen mich, wie macht man es, trägt man es selber auf, weil die sagen, klar, du hast es selber aufgetragen. Wenn ich das mal zeigen darf, wenn man in den Spiegel guckt, man trägt es selber auf, indem man die Bürste ranhält, mhm, an die Wimpern und dann schließt und dabei dagegen rollt. Wie wenn man die Haare über eine Rundbürste kämmt. Mhm. Genau das Gleiche. Und das kann ich halt beliebig oft machen und dann wird der Effekt immer stärker. Mhm. Ich würde sagen, die Augen sind ready. Was mir aber nicht gefällt, wir haben da ein bisschen gekleckert, da muss ich korrigieren. So, ich habe gerade gesehen, ich habe ein bisschen gekleckert. Ich glaube, das passiert allemal. Mhm. Man kann probieren, erstmal mit einem trockenen Wattestäbchen das wegzumachen. Ansonsten nehme ich ein ganz leicht angefeuchtetes. Ich habe ein bisschen so ein Reinigungswasser drauf getan. Ganz, ganz wenig, dass ich nicht zu viel von dem Pigment... Von den Pigmenten wegnehme. Und danach gehe ich einfach mit dem Foundation-Pinsel, die ich die ganze Zeit benutzt habe,
mal drüber und kann gleich wieder korrigieren. Ich finde untere Wimpern getuscht eine Geschmackssache. Jetzt habe ich auf der Seite aus Versehen mehr mitgetuscht. Wenn man die nicht so getuscht haben möchte, kann man mit zwei Wattstäbchen, die auch mit ein bisschen Reinigung getränkt sind, ganz schnell die Wimpern entfernen, ohne das ganze Augen-Make-up dabei zu zerstören. Genau, einfach hin und her und schon sieht es natürlicher aus. Gerade für Leute, die zu Augenschatten neigen, ist bei dir jetzt nicht der Fall, empfehle ich immer unten die Wimpern nicht zu tuschen. Ah. Weil Leute mit Augenschatten, wenn die Wimpern ungetuscht sind, das ist immer so ein Wink dahin. Mhm. Das heißt, ich lenke, wenn ich nur oben arbeite, mit allem ab. Gute und dann würde ich nicht, also da sollte man drauf achten. Ich würde es gerne ein bisschen mehr Drama machen. Ich finde es mit dem Lidschatten wunderschön verblendet. Ich werde nochmal einmal ein bisschen mit einem größeren Pinsel nachblenden. Nochmal geht, dass alles schön weich ist. Einfach mit einem sauberen Pinsel nochmal rübergehen, damit wirklich keine harten Kanten sind. Das heißt, ich gebe dir ein bisschen von dem Schalker auch unterm Auge. Das schenkt dem Blick so ein bisschen Drama gleich. Ohne aber zu doll zu werden. Bitte mal zusammenkneifen ein bisschen, die Augen. Damit es gerne zwischen dem verläuft. Öffnen bitte. Ready? Die Lippen. Das ist eigentlich der Grund, warum wir hier sind, ne? Genau, die neuen. Dior, Stella. Addicts. Dior hat da was vorbereitet, ne? Ich habe, das hatte ich schon in meiner Story gezeigt, einen habe ich mir schon rausgenommen, weil ich den gestern Abend getragen habe. Aber das Mikrofon. Hello! Sag mal, wie geht es dir? Fabulous. Amazing. So sieht's aus, meine Freunde. Norman, wie geht es heute weiter? Ich würde sagen, so wie alles vorher gepflegt werden muss, müssen auch die Lippen vorher ein bisschen preppen, bevor wir Farbe auftragen. Und deswegen Halleluja! Halleluja! Kennst du? My favorite gloss of all time. Okay. Ich habe schon 3 Tuben leer gemacht. Ehrlich? Ja, wirklich. Und ich liebe auch das Orange und dieses Holo. Das habe ich auch mit dabei. Der ist jetzt nagelneu. Mhm. Normalerweise würde ich ihn jetzt auf den Hand drücken. Mhm. Aber weil es ist yours after, gebe ich den jetzt direkt auf die Lippe. Die Lippe zusammenrollen, bitte. Ich trage Lip Maximizer immer als erstes auf. Mhm. Normalerweise, muss gestehen, habe ich Fehler gemacht. Normalerweise hätte ich ihn schon auftragen sollen, als wir die Pflege aufgetragen haben. Mhm. Weil das Hyaluron, was da drin ist, natürlich die Lippe sofort frei macht, glatter. Und wenn du dann fertig bist mit der Haut, mit allem, sind die Lippen so weich, dass der Lippenstift sofort gleitet. Wenn man aber jetzt so schnell machen will, wie wir jetzt gerade, weil ich es vergessen habe, kann man einfach danach mit dem Kleenex abtupfen. Und trotzdem merkst du, dass die Lippen weicher sind, glatter und die Farbe wird einfach viel besser gleiten. Konturenstift in transparent. Wie ihr gleich sehen werdet, seht ihr nichts, weil es ist wirklich einfach nur ein transparenter Konturenstift, den wir auch wieder großzügig auf die Lippenkontur, auf die Lippen geben können. Das heißt, auch wieder für die Architekten unter euch optimal, weil ihr braucht keine perfekte Linie malen. Und mir geht es darum, ich möchte eigentlich gerade bei einem Lippen-Make-up, was vielleicht ein bisschen natürlicher ist, möchte ich keine Kontur sehen, weil ich finde es immer unschön, wenn der Lippenstift runtergegessen ist und dann bleibt nur ein Rand stehen. Mhm, ja, das habe ich immer. Und deswegen nehme ich diesen transparenten Wachs. Das ist übrigens vom Backstage entstanden, ne? Weil wir früher mit transparentem Kerzenwachs die Lippen umrahmt haben, damit man keine Kontur sieht. Ehrlich? Und dadurch, daraus ist das entstanden, ja. Die gleiche Geschichte mit dieser Megabürste. Weil wir Backstage, früher haben wir teilweise die Tusche mit Zahnbürsten aufgetragen. Mm. Und deswegen war Dior die Ersten, die damals diese Megabürste, XXL-Bürste lanciert haben. Dior Show war damals die Erste. Ah. Also das sind alles so Produkte, die inspiriert sind halt von Tipps und Tricks von Make-up-Artisten. Hast du schon eine Farbe ausgesucht, Hatice? Also das, was ich gestern hatte, war ein bisschen soft. Also wir können ruhig reinkommen. Wollen wir mal schauen. Ich meine, wir können zum Look jetzt eigentlich alles tragen, ne? Ja. Wir können sagen, möchten wir Bam oder möchten wir eher die Softness beibehalten? Glaube ich, finde ich super, weil wir einen schönen Kontrast haben. Mhm. Zu dem eher warmen, peachigen Augen-Make-up. Wenn wir jetzt so einen kalten, wirklich so einen Himbeerton nehmen, glaube ich, kommt das ganz cool. Mhm. Von der Technik her, bei den Mondschauern, bei den letzten von Dior, haben wir sehr natürlich gearbeitet. Mhm. Und das ist auch ein Tipp für viele Frauen, die sagen, ich traue mich an Rot nicht ran. Mhm. Oder an so eine Farbe, die finde ich schön, aber ich fühle mich so angemalt. Man kann mit dem Ringfinger den Lippenstift sehr, sehr schön abnehmen. Mhm. Die Lippen so ein bisschen à la Marilyn Monroe. Und dann kann man ihn einfach nur wirklich auf die Lippe tupfen. So haben wir bei den letzten Shows gearbeitet, um wirklich eher nur einen leicht getönten Effekt zu kreieren. Das heißt, so kann man seinen eigenen Lippenbalsam kreieren. Mhm. Lippenpflege drauf tragen und dann die Lieblingsfarbe einfach nur rauftupfen. Und ich glaube, wir sehen sofort den Effekt. Die Lippen sehen aus wie ganz leicht geküsst, ganz dezent. Ich gebe dir mal den Spiegel, damit du selber sehen kannst. Ist halt wirklich dann nur so ein super, super soft Ergebnis. Aber gibt die Frische. Wow.
Jetzt haben wir so viele Make-up-Artists und natürlich auch Make-up-Addicts, die sagen, sie lieben Ombre-Lips oder diese Bitten-Lips. Mein Mann liebt Ombre-Lips. Man kann natürlich auch sagen, man gibt natürlich von der Farbe in der Mitte ein bisschen mehr was drauf. Oh, diesen, oh, das habe ich auch noch nie gemacht. Dass man dann in der Mitte ein bisschen mehr drauf gibt. Mhm. So dass es dann von innen nach außen ein bisschen läuft. Dann sieht es aus, als ob man auf die Lippe raufgebissen hat. Das lässt die Lippe optisch auch nochmal voller wirken. Das heißt, es ist ein umgesetzter, verkehrt Ombre-Lip. Du siehst auch, was ich meine, dass es in der Mitte dunkler ist. Oh, das liebe ich. Das war bei den Shows jetzt viel, ne? Genau. Das halt in der Mitte ein bisschen. Und es muss auch nicht bitte perfekt sein. Also es ist nicht dieses perfekt gemalte, sondern es darf eher so ein bisschen, ja, so aussehen, dass man sich ein bisschen auf die Lippe in der Mitte gebissen hat und die stärker durchblutet ist. Das heißt, es darf so ein bisschen edgy Look sein. Genau das ist das, wofür Addict auch steht, ne? Also so ein bisschen dieses moderne, coole, rockige. Ich glaube, ich würde gerne bei diesem Bitten Lips bleiben jetzt für den Look, weil ich das eigentlich ganz modern und frisch finde. Wenn du natürlich sagst, heute Abend, du hast Lust auf mehr Farbe, kannst du ihn einfach pur auftragen. Wichtig ist bei den Trendlip, bei dem Lippentrend, bei dem Trendlip. Ich hab's aber nicht mal geschnallt. Bei dem Lippentrend, es darf keine harte Kontur zu sehen sein, ne? Also es muss von ganz dunkel eigentlich eher so in die Haut übergehen und das ist das, was es besonders macht. Chérie, ich bin fertig. Really? Wieso? Reicht es dir nicht? Nee, mir macht es so einen Spaß. Und vor allem, ich bin auch so tiefenentspannt, weil du das alles so soft machst. Selbst bei den Lippen bin ich gerade müde geworden. Dankeschön. Wow, also vielen Dank. Ich sage merci. Ich sage merci. Also das ist, Norman Pohl. Wirklich. Danke euch. Mega Make-up-Artist, muss man einfach sagen. Man merkt, du hast Leidenschaft. Man merkt, du willst das machen. Yes, I love it. Ja, wirklich. Also vielen Dank für den großartigen Look. Ich hoffe, dass ihr auch ein paar Tipps mitnehmen konntet. Wenn ihr Fragen haben solltet, auch gerne an Norman, stellt die unten in die Kommentare. Vielleicht kann ich oder du... Wir sind in Connection. Genau, mal ein bisschen drauf antworten. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Wir bedanken uns bei euch fürs Reinschalten. Sagen Tschüssi. Dankeschön. Tschüssi. Und bis zum nächsten Mal mit euch. Mir fällt nur eins ein, Norman, für dieses Make-up. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. But now I'm found. Woo! Was blind, but now I see. Gänsehaut.